Hallo, unbegrenztes, geliebtes Wesen. Wenn ich jetzt zu dir spreche hier in diesem Video, zu wem spreche ich da? Eigentlich spreche ich nur zu mir und du sprichst auch nur zu dir. Denn es gibt nur einen Geist. Einen einzigen Geist. Gott hat sich ausgedehnt zu dir. Als sein einer heiliger Sohn. Ja. Heute haben wir eine wunderbare Lektion. Es ist wirklich eine Herzenslektion, die den Geist heilt und öffnet. Vergebung setzt allem Leiden und Verlust ein Ende. Ja, was ist die Vergebung? Das haben wir auch gelernt. Die Vergebung ist wirklich, dass ich den Mut habe, das, was Gott mir gegeben hat, was ich in Wahrheit bin, für mich anzunehmen und mit allen zu teilen. Und das kann ich nur, indem ich dich als den heiligen Sohn Gottes sehe. Also die Vergebung ist Heilung, sie heilt die Trennung. Und da Krankheit, Leid und Tod und aller Verlust und aller Schmerz dieser Bilderwelt, die wir gemacht haben. Wie Jesus sagt, alles, was du gemacht hast, ist die Hölle. Wenn wir diese Trennung aufheben, ja, und einfach ich in dir, mit Dankbarkeit und Freude, mir vom Heiligen Geist zeigen lasse, wer du wirklich bist. Die Liebe, die Freude, das Glück, das Licht. Mir geht es dann so, dass mir Tränen der Liebe laufen. Und dieser Schmerz der Trennung, der ist dann geheilt. Und vor allen Dingen ist es so, dass es da keine Vergangenheit gibt. Die Vergebung erfahre ich in der Gegenwart. Jetzt erlebe ich dich, wie du wirklich bist. Jetzt. Und ich muss dafür anerkennen, dass alles, was ich in der Vergangenheit in dir sah, also sozusagen deine Geschichte, war meine Projektion, hat mit dir, dem Heiligen Sohn Gottes, nichts zu tun. Ja, wenn ich wirklich vergebe, dann sehe ich die Schöpfung, so wie Gott sie erschaffen hat. Dann sehe ich eine Welt der Liebe, der Freude, des Glücks, der Fülle. Und Gott hat uns diese Macht gegeben, durch den Heiligen Geist, der Stimme der Wahrheit und der Liebe. Die führt uns wieder zurück zum Leben. So, wir steigen ein in diese wunderbare Vergebungslektion, die unsere einzige Funktion ist. Vater hat sich uns hingegeben, hat mir alles gegeben, was mich erfüllt und glücklich macht. Ja, und ich bin nach wie vor in ihm. Die Freude, die Grenzenlosigkeit. Ich öffne mich für seine Gaben, die er durch mich jedem geben will, jedem Lebewesen. Und damit ist die Welt, die ich gemacht habe, aus Angst, Tod, Trennung, Panik, sie ist einfach weg, ersetzt durch die wirkliche Welt der Liebe. Wunderbar. Ja, steigen wir ein. Ja, ja. Wir laden also den Vater ein und warten in Schweigen ohne Angst und deines Kommens, Vater, sicher. Wir suchten unseren Weg zu finden, indem wir dem Führer folgten, den du uns gesandt hast, also den Heiligen Geist, die Stimme der Liebe und der Wahrheit. Das ist die reine Vernunft. Wir kannten den Weg nicht, du aber hast uns nicht vergessen. Nein. Der Vater will, dass wir alle zu Hause bei ihm sind und glücklich. Er will uns glücklich machen. Und wir wissen, dass du uns jetzt nicht vergessen wirst, aber nein. Wir bitten nur darum, dass deine alten Versprechen gehalten werden. Die ist dein Wille, ist zu halten, aber ja. Wir wollen so wie du, indem wir dies erbitten. Ja. Den Vater einladen und dankbar sein. Und einfach still sein. Der Vater kennt den Weg zu dir und mir.
Der Vater und der Sohn, deren heiliger Wille alles, was da ist, erschaffen hat, können in nichts versagen. Also ich bin eins mit dem Vater und ich kann in nichts versagen. Und wenn mir da irgendjemand schlimme Dinge erzählt, was jetzt noch wieder irgendwo ein Hurrikan kommen soll und so weiter, nein, dann sage ich, das ist nicht wahr. Gott hat keine Hurrikans erfahren. Erschaffen also sind sie nicht wirklich und ich will nicht, dass dieses geschieht. Und dann wird es nicht geschehen. In dieser Gewissheit tun wir diese wenigen letzten Schritte auf dich zu und ruhen im Vertrauen auf deine Liebe, die den Sohn, der dich anruft, nicht im Stich lassen wird. Also alles, was wir tun hier mit diesen Übungen, mit diesen Vergebungsübungen, wir rufen die Liebe des Vaters an. Der Heilige Geist ist nicht was Bedrohliches, also eine Autorität, die mich bevormundet, nein, und mich unter Druck setzt, ganz im Gegenteil. Es ist die zärtlichste, hingebungsvollste, liebevollste Führung. Es ist Vaters Führung der Liebe, die mich sanft wieder nach Hause holt, da, wo ich in Wirklichkeit bin. Vollkommen hingegeben ist diese Führung. So, noch einmal, was ist die Welt? Die Welt ist falsche Wahrnehmung. Sie hat keine Ursache. Sie ist entstanden aus der Idee der Trennung. Also wenn ich mir das klar mache, sie ist ursachlos, dann muss ich nichts mehr ernst nehmen in dieser Welt. Sie ist aus dem Irrtum geboren und hat ihre Quelle nicht verlassen. Sie wird nicht länger bleiben als der Gedanke, der sie gebar, gehegt wird. Also wenn ich den Gedanken der Trennung, wenn der Gedanke der Trennung in einen Gedanken der wahren Vergebung umgewandelt worden ist, wird die Welt in einem ganz anderen Licht gesehen werden. In einem Licht, das zur Wahrheit führt, wo die ganze Welt und alle ihre Irrtümer verschwinden müssen. Ja, gibt keine Unterschiede, wir sind alle gleich erschaffen und lieben einander. Das ist die einzige Wirklichkeit, wir teilen eine Identität mit dem Vater und miteinander. Jeder hat alles, jeder ist der ganze Himmel, jeder ist die Liebe des Vaters. Der Vater hat sich jedem Wesen hingegeben und alle Gaben gegeben. Nun ist ihre Quelle vergangen und ihre Wirkungen sind ebenfalls vergangen. Ich bin nur im Vater, ganz heilig und geheilt und glücklich. Die Welt wurde als Angriff auf Gott gemacht. Sie ist Symbol der Angst. Und was ist Angst, wenn nicht die Abwesenheit der Liebe? Und Liebe ist alles, was ist. Weil die Quelle, weil die Ursache allen Seins die Liebe ist. Der Vater ist nur Liebe. So war die Welt dazu gedacht, ein Ort zu sein, wo Gott nicht einkehren und wo sein Sohn von ihm getrennt sein konnte. Also kann es gar nicht geben. Denn wir leben nur mit Gott. Hier wurde die Wahrnehmung geboren, denn die Erkenntnis konnte solch wahnsinnige Gedanken nicht verursachen. Doch Augen täuschen und Ohren hören falsch, also alles, was meine Augen sehen, ist nicht da. Viel wurde gesehen, aber nichts ist geschehen. Wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf. Nun sind Fehler durchaus möglich geworden, denn die Gewissheit ist dahin. Ja, durch diese Idee der Trennung, und wir haben uns denn aus Angst vor Gott Vater, weil wir auf ihn einen bösen Gott projiziert haben, der uns verfolgt, weil wir uns getrennt haben von ihm, haben wir projiziert, er wird uns verfolgen und haben Angst vor ihm bekommen und uns in Billionen von Egos zerstückelt. Wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf, und immer noch eins. Gibt nur einen Geist. Stattdessen wurden die Mechanismen der Illusionen geboren. Nun gehen sie hin, zu finden, was zu suchen ihnen aufgegeben ward. Ihr Ziel ist es, jenen Zweck zu erfüllen, den zu bezeugen und wirklich zu machen, die Welt gemacht ward. Also wir haben Körper gemacht, die haben den Zweck des Angriffs, der Trennung. Und mit unseren Sinnen sehen wir das, was wir projiziert haben und sagen, das sei wirklich. Ja, der komplette Wahnsinn. Sie sehen in ihren Illusionen eine solide Basis, wo die Wahrheit existiert und getrennt von Lügen aufrechterhalten wird. So ein Wahnsinn. Doch alles, was sie berichten, ist nur Illusion, die von der Wahrheit getrennt gehalten wird. Gott ist
die Liebe ist. Und diese Welt ist ohne Liebe gemacht. Also ist sie nicht. So wie die Sicht gemacht ward, um von der Wahrheit wegzuführen, so kann sie neu ausgerichtet werden. Geräusche werden zum Ruf nach Gott und jede Wahrnehmung kann von dem einen, den Gott als Erlöser für die Welt bestimmte, ein neuer Zweck verliehen werden. Folge seinem Licht und sieh die Welt so, wie er sie erblickt. Höre nur seine Stimme in allem, was zu dir spricht. Und lasse ihn dir Frieden und Gewissheit geben, die du weggeworfen hast, die der Himmel aber für dich in ihm erhalten hat. Wenn ich jetzt daran denke, an dieses viele Geplapper, was ich höre im Café oder irgendwo, wenn ich das beurteile und mich dagegen wehre und das mir auf den Wecker geht sozusagen, dann bin ich angreifend. Aber wenn ich aus diesem ganzen Geplapper und Geschreie und Gequieke und Gebelle nur den Ruf nach Gott höre, nur die Liebe, nach der Liebe höre und vergebe, dann vergebe ich auch das Geplapper und dieses ganze Getue und Gemache. Und was sehe ich? Den herrlichen Sohn Gottes. Den herrlichen Sohn Gottes, den einen heiligen Christus, den wir alle miteinander teilen. Tja, ja, jetzt kommt wieder die Müllabfuhr, wie ihr hört. Wie du hörst. Ja, die muss eben diesen ganzen Schrott, den wir hier benutzen und wegschmeißen, abtransportieren. Also kann ich diesen im Traum, diesen Müllmännern, die da morgens kommen, sehr, sehr dankbar sein. Sie berichten auch. Aber was ich ihnen gebe, ist meine Liebe, meine Hingabe. Sind meine Brüder eins mit mir nehmen. Wir wollen nicht eher zufrieden ruhen an, als bis die Welt sich unserer veränderten Wahrnehmung angeschlossen hat. Wir wollen nicht zufrieden sein, ehe die Vergebung nicht vollständig geworden ist. Also, dass ich jeden als den heiligen Sohn Gottes sehe, auch den Müllmann, der hier jetzt gerade den Müll entleert. Und lass uns nicht versuchen, unsere Funktion zu ändern. Wir müssen die Welt erlösen. Denn wir, die wir sie machten, müssen sie durch Christi Augen sehen, damit das, was gemacht wurde, um zu sterben, dem ewigen Leben zurückerstattet werden kann. Ja. Jesus fragt, geliebter heiliger Sohn Gottes, wie geht es dir? Sehr glücklich. Sehr glücklich. Er fragt, wie kann das sein, wo du von so viel Bedrohung umgeben bist? Tja. Ich muss an dich nicht glauben. Ich habe gestern eine Erfahrung gemacht. Und die mache ich auch jetzt. Mit dieser Lektion. Mich ein Bruder, erst natürlich dir, Jesus Christus, und dann ein Bruder, ganz, ganz, ganz hinzugeben. Wirklich mich in ihm verlieren. Davor hat das Ego enorme Angst. Aber wenn wir über diese Angstschwelle gehen und uns einfach nur hingeben, im vollen Vertrauen, da wird der Bruder, dieser Lichtbruder, eins mit dem Vater wie zu einer unbegrenzten Mutter, in die ich mich hineinfallen lasse. Ich bekomme regelrecht durch diese Hingabe eine neue Geburt. Ich erlebe dann den Bruder eins mit Gott wie eine Gottmutter, die mir eine neue Geburt gibt und mich ganz in sich aufnimmt. Das ist so ein zartes, liebevolles Erlebnis, eine solche Glückseligkeit, wirklich ein Einatmen des unbegrenzten, herrlichen Lebens, eine neue Geburt. Das ist tatsächlich das, was uns die Vergebung schenkt. Ich gebe mich dem Bruder hin, dir hin und akzeptiere uns als eins im Vater. Und alle Freude. Aller Frieden und alles Glück und jede Heilung ist uns dann gegeben. Ja, darum jetzt diese Lektion, die alles, was uns belastet hat, enden lässt. So ist das. Lektion 249. Die Vergebung setzt allem Leiden und Verlust ein Ende. Glaubst du das?
Sag einfach ja. Wenn Gott die Vergebung als das Mittel uns gegeben hat, es ist ja Liebe, die irdische Liebe ist die Vergebung Gottes. Liebe. Also die göttliche Liebe in der Welt ist die Vergebung. Dann muss sie diese Heilkraft haben, die alles heilt, alle Irrtümer aufhebt und uns endlich wieder auferstehen lässt in Gott, wo wir immer geblieben sind, in der wirklichen Welt. Die Vergebung malt das Bild einer Welt, in der das Leiden vorbei ist. Ja. Wenn alle gleich sind und alle Gaben haben und ich in jedem alles sehe, tja, dann ist Verlust unmöglich. Vergebung malt das Bild einer Welt, in der das Leiden vorbei ist, Verlust unmöglich wird und Ärger keinen Sinn ergibt. Ja. Wenn ich gleich bin und ich weiß, dass du mich liebst und ich dich liebe und wir sind im Vater eins geborgen, ist nur Dankbarkeit da. Der Angriff ist vergangen. Angriff kommt nur von der Trennung und nur vom Urteil und das ist immer deine Projektion. Wenn ich dich beurteile, beurteile ich meine Projektion auf dich. Und wenn ich nicht die Herrlichkeit des Gottessohnes sehe, dann bin ich im Angriff. Der Angriff ist vergangen und die Verrücktheit hat ein Ende. Ja, das war der Wahnsinn. Welches Leiden ist jetzt vorstellbar? Na, keines. Welcher Verlust kann aufrechterhalten werden? Keiner. Die Welt wird zu einem Ort der Freude, des Überflusses, der Nächstenliebe und des endlosen Gebens. Vergeben, ich gebe allen alles, damit ich es habe, denn mein Geben ist mein Empfang. Ich gebe mich dir, dem Bruder, ganz hin und anerkenne, dass wir eins zum Vater sind. Ja, sie ist dem Himmel jetzt so ähnlich, dass sie rasch in das Licht verwandelt wird, welches sie widerspiegelt. Das Einzige, was es gibt, ist Licht und Liebe. So hat die Reise, die Gottes Sohn begann, im Licht, aus dem er kam, geendet. Also ich, der Heilige Sohn Gottes, bin Licht und Liebe. Ich habe die Idee, getrennt von Gott zu sein, erfunden und eine Bilderwelt aus Angst und Panik, dass ich vom Vater verfolgt werde, gemacht, die Hölle, die Welt des Leides, mit den sterblichen Formen. Die Vergebung nimmt alle begrenzten Formen weg und was ich sehe, ist der Heilige Sohn Gottes, den Christus. Und den kann ich hinter allen Erscheinungen sehen. Jetzt kommt das Gebet. Vater, wir möchten unseren Geist dir wiedergeben. Ja, das will ich, Vater. Wir haben ihn verraten, in einem Schraubstock der Bitterkeit gehalten und ihn mit Gedanken von Gewalt und Tod erschreckt. Ja. Jetzt möchten wir wieder in dir ruhen. Oh ja, in dir will ich ruhen, so wie du uns erschaffen hast. Wunderschön. Ein so kurzes Gebet und da ist so viel Power drin. Vater, wir möchten unseren Geist dir wiedergeben. Wir haben ihn verraten, in einem Schraubstock der Bitterkeit gehalten und ihn mit Gewalt, mit Gedanken von Gewalt und Tod erschreckt. Ja, einer erschlägt den anderen, Hurrikan, Katastrophen, Fluten. Es ist ein Wahnsinn. Kriege, alles das gibt es nicht. Wir sind alle in Gott geblieben, im ewigen Licht der Liebe. Diese ganzen Gedanken muss ich aufgeben. Alle Gedanken der Trennung. Alles, was nicht Liebe ist, von Gott erschaffen, muss ich durch die Vergebung aufgeben. Und dann ist es weg. Ist die Welt weg und die Liebeswelt ist da. Jetzt möchten wir wieder in dir ruhen. Ja, da, wo wir in Wirklichkeit sind. So wie du uns erschaffen hast, oh ja, Vater, du bist mein Schöpfer. Du hast dich ausgedehnt zu mir und wie du bist, bin ich ewig in dir. Ewige Freude, ewige Liebe, ewiges Glück. Ja. Noch einmal die Lektion. 249. So eine Freude. Es ist ein Erwachen zum Leben, Bruder. Es ist wirklich das Erwachen zum Leben. Null Schwere. Einfach nur Glück. Ja, und ich muss mich in den Körper nicht vom Ego zurückziehen lassen, das da kämpft und mich einsperren will. Gestern wurde es ja so deutlich in dem Video. So wie ich mich in den Körper reinbegebe, bin ich in Dunkelheit. Freude weg. Gehe ich in den Vater,
lasse ich die ganze Angst hinter mir und nehme alle seine Gaben an. Vergebe ich mir, was ich geglaubt habe, nehme meine wahre Identität an, für mich als Ganzes, und teile sie mit dir und jedem. Dann ist die Freude wieder da. Ja, die Vergebung setzt allem Leiden und Verlust ein Ende. Es gibt kein Leid in Gott. Die Vergebung malt das Bild einer Welt, in der das Leiden vorbei ist, Verlust unmöglich wird und Ärger keinen Sinn ergibt. Nein, ich sehe die Wirklichkeit. Der Angriff ist vergangen und die Verrücktheit hat ein Ende. Welches Leiden ist jetzt vorstellbar? Keines. Welcher Verlust kann aufrechterhalten werden? Keinen, weil Gott allen alles gegeben hat. Und das gebe ich in der Vergebung. Die Welt wird zu einem Ort der Freude, des Überflusses, der Nächstenliebe und des endlosen Gebens. Ja, was gebe ich? Ich gebe mich, das Heilige Selbst, einem jedem. Im Einssein. Ich gebe alle Gaben Gottes jedem. Das ist meine Vergebung. Sie ist dem Himmel jetzt so ähnlich, dass sie rasch in das Licht verwandelt wird, welches sie widerspiegelt. Ich sehe dich hinter dem Körper als das herrliche, unbegrenzte Licht, das du bist. Die Liebe im Einssein. Und da sehe ich mich. Heilig, vollkommen, ewig, ohne Vergangenheit. Nur in der Gegenwart erkenne ich dich. Da sind wir vereint, in einem Selbst vereint mit unserem Schöpfer. Und ich liebe dich für das, was ich bin und was er ist, der uns als eins liebt. Der ganze Kurs. So hat die Reise, die Gottes Sohn begann, im Licht, aus dem er kam, geendet. Ich gebe alles ins Licht, alles in die Wahrheit. Und alle begrenzten Formen sind vorbei. Jedes Verbrechen ist vorbei. Hat es nie gegeben. Alle sind endlich, endlich erlöst. Vater, wir möchten unseren Geist dir wiedergeben. Wir haben ihn verraten, in einem Schraubstock der Bitterkeit gehalten und ihn mit Gedanken von Gewalt und Tod erschreckt. Gibt kein Tod. Gottes Sohn ist frei im Vater, jetzt. Jetzt möchten wir wieder in dir ruhen, so wie du uns erschaffen hast. Ja, Vater, danke, 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 danke. Wie war deine Übung? Fragt mich Jesus. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich bin offensichtlich sehr glücklich. Ja, es war so, für einen Moment war alles weg, was ich erfunden habe. Ich war einfach im Vater, mit dir, Jesus Christus. Und wo waren denn alle deine Brüder? Das Erlebnis ist, ich bin alle meine Brüder. Du bist alle meine Brüder. In Gott, eins mit dir, Jesus Christus, sind wir mit allen zu Hause. Und wie ist das Leben zu Hause? Ach, das ist so schön. Es ist so unwahrscheinlich schön. Nein, da sind keine Gedanken. Stille. Stille und Sein. Ich bin das Sein. Grenzenlose Freude. Einfach nur Sein. Eine so große Freude und so eine Liebe und ein Fluss, dass selbst dieser Körper, der ja eine Verbindung zum ganzen physikalischen Universum hat. Ich bin kein Körper. Aber wenn ich diese Herrlichkeit in meinem Geist annehme, die ich bin im Vater, dann erlebe ich einen sehr intensiven Fluss. Und zwar nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben, dieses Aufsteigende. Und wenn ich dich dann sehe, mein Bruder, dann erfahre ich, praktisch wie eine ewige Lebensacht. Es steigt in mir auf, also in meinem Körper. Wir sind eins in Gott. Es steigt durch meinen Körper eine Energie der Liebe Gottes auf und geht zu dir. Wir sind in dieser Liebesacht, könnte ich sagen. Mit allem, was lebt, verbunden. Also alles ist in dieser Liebesacht, in ewiger Liebe enthalten, im ewigen Leben. Und dann verschwindet, das ist meine Erfahrung, vollkommen dieses Du.
Also diese Person, die ich glaubte zu sein, ist weg. Und die Person, die ich glaubte, die du gewesen bist mit deiner ganzen Geschichte und all den Erfahrungen mit dir, ist auch weg. Ja, und was du eventuell gestern oder vor ein paar Tagen mir gesagt hast oder geschrieben hast, weg. Es ist tatsächlich in der Gegenwart eine neue Geburt im Geist. In voller Freude. Da ist die Welt, die ich ja bin, als Ganzes neu geworden. Ja, dann ist die vergebene Welt da, wo ich nur und nur und nur alle meine Brüder so sehe, wie sie ewig sind. Eins mit mir im Vater. Das ist ein Leben, das ist das Leben, das ist die Freude, das ist die grenzenlose Glückseligkeit. Das kannst du nicht erfinden. Das ist da, uns allen gegeben. Ja, ich bin die Freude, ich bin die Freude, ich bin der Frieden, ich bin das ewige Leben. Und ich lebe nur und nur und nur im Vater, da wo Vater das Leben eingesetzt hat. Ja, es ist meine Funktion, den Vater vollständig zu machen, weil ich Teil von ihm bin, der immer vollständig ist. Und meine eigene Vollständigkeit in ihm anzunehmen. Da ist die Welt weg, die ist dann weg. Sie wird wirklich in einem völlig neuen Licht gesehen. Kein Drama, nur Freude. Ja, ich denke an Rosemarie. Bin nur glücklich, meinen Bruder zu erkennen, auf den ich, sag mal ich jetzt, den meisten Schrott projiziert habe. Ja, auch zu einem falschen Gott gemacht habe. Ego-Gott. Den ich zu folgen hatte mit all den Regeln. Wenn ich diesen Bruder davon erlöse, von diesem Wahnsinn, den ich erfunden habe, ich bin ja der Bruder, und ihn so sehe, wie Gott ihn schuf, ist über einen Bruder die ganze Welt erlöst. Denn in uns allen ist dieses mächtige Licht vom Vater in dir, in mir, in dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in einer neuen Welt, der vergeben ist, in der wir uns alle lieben. Kein Drama mehr. Vorbei. Auferstehung. Jetzt.